A2.0. Das Schrägbild zeigt die Pyramide ABCDS mit dem gleichschenkligen Trapez ABCD als Grundfläche und der Höhe QS. Der Punkt P ist der Mittelpunkt der Strecke AB und der Punkt Q ist der Mittelpunkt der Strecke CD. Es gilt, AB liegt parallel zu CD, AB sind 6 cm, CD 10 cm, QS 8 cm, PQ 4 cm lang. Der Punkt R liegt auf der Strecke PS mit PR gleich 3 cm. Er ist der Mittelpunkt der Strecke EF mit E-Element AS, F-Element BS und EF ist parallel zu AB. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. Also hier sind wir ganz viele Informationen versteckt. Einmal wichtig, auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Und den Rest, den hätte ich jetzt tatsächlich erst angeschaut, wenn man es aus der Aufgabe auch tatsächlich braucht. Schauen wir uns mal die erste Aufgabe an, A2.1. Berechnen Sie die Länge der Strecken PS und EF. Die Ergebnisse sind angegeben, also kann man damit schon weiterrechnen bzw. sich auch überlegen, ob es richtig ist, was man berechnet hat. Okay, gehen wir zuerst auf die Strecke PS. Ich habe jetzt natürlich den Vorteil am PC, ich kann hier die Farben einzeichnen und später wieder rausradieren. Ich finde es immerhin hilfreich, wenn man sich mal in die Skizze rein skizziert, welche Strecke ist eigentlich gesucht. Ja, das ist hier die grüne Strecke PS. So, als nächstes gehe ich immer so vor, ich schaue nach, gibt es ein Dreieck, von dem möglichst viel bekannt ist, in dem diese Strecke PS überhaupt drin liegt. Dann sehe ich sofort, diese Strecke PS liegt in dem Dreieck PQS und sehe noch zusätzlich, das ist ein rechtwinkliges Dreieck, weil QS ja die Höhe dieser Pyramide auf der Grundfläche ABCD ist. Und wenn ich jetzt mal nach oben schaue, ist PQ und QS bekannt. QS steht hier, PQ steht hier. Die beiden sind also bekannt. Damit kenne ich in einem rechtwinkligen Dreieck zwei Seiten und die dritte Seite ist gesucht. Das ist natürlich der Pythagoras, mit dem man die Strecke PS dann berechnen kann. Pythagoras funktioniert immer wie folgt. Ich erkläre es immer mit, die längste Seite zum Quadrat ist gleich die kürzeste Seite zum Quadrat plus die kürzeste Seite zum Quadrat. Oder die Hypotenuse zum Quadrat ist gleich Kathetequadrat plus Kathetequadrat. Also setzen wir an. Die lange Seite ist natürlich hier die Strecke PS. Die längste liegt immer dem rechten Winkel gegenüber. So kann man das schnell herausfinden und sieht man auch schnell. Also die Strecke PS wollen wir berechnen über den Pythagoras. Daraus folgt PS-Quadrat ist gleich PQ-Quadrat plus QS-Quadrat. So, wenn ich das jetzt auflösen will, ich kann ja erstmal nur einsetzen. Für PQ, das waren 4 cm, also 4 Quadrat, plus QS muss ich jetzt gerade nochmal nachspiegeln, das waren 8 cm zum Quadrat. So, entweder kann ich jetzt, wer es hat, einen Solver verwenden im Taschenrechner oder ich benutze die Umkehrfunktion zum Quadrat, also ich ziehe die Wurzel draus und dann folgt daraus PS ist gleich die Wurzel aus 4 Quadrat plus 8 Quadrat. Das kann man jetzt ganz normal in den Taschenrechner eintippen und dann kommen die gesuchten 8,94 cm raus. So, PS hätten wir dann schon. Jetzt können wir weiterrechnen, EF. Wieder gleiches Spiel. Wie gesagt, der Vorteil vom PC ist natürlich, ich kann jetzt hier die Farben rausnehmen und nochmal neu überlegen. Also, was ich brauche, ist hier die Strecke EF. Ich starte immer die gleiche Überlegung. Gibt es ein Dreieck, in dem diese Strecke drin liegt, von dem ich möglichst viel kenne? Hier gäbe es zum Beispiel das Dreieck FES, aber aus dem kenne ich nicht so viel. Das heißt, es wird hier nicht so viel bringen. Da muss ich jetzt was anderes überlegen. Trapez vielleicht. Hier, ich skizziere es mal rein. Hier jetzt Trapez FCDE, bringt aber auch nicht viel. Aber wenn man sich jetzt vielleicht das mal schon angeschaut hat, hier gibt es jetzt Folgendes zu entdecken. Ja, ich kann ja hier dieses Dreieck mal FES trotzdem nehmen. Und jetzt zusätzlich, wenn ich das ein bisschen verlängere, noch das Dreieck ASB noch dazu. Und dann sehe ich ja dieses Dreieck ESF, also dieses kleine orange-grüne Dreieck, wird ja irgendwie auf dieses blaue da projiziert. Also wenn ich das einfach verlängere,
bzw. zentrisch strecke, komme ich genau auf das blaue Dreieck. Muss jetzt nur überprüfen, ob FE auch parallel zu AB liegt. Diese Eigenschaft habe ich hier gegeben, also das ist tatsächlich der Fall. Wenn ich die grüne nach unten schiebe und ein bisschen breiter mache, komme ich genau auf die AB. Und wer jetzt vielleicht schon mitgedacht hat, ein Dreieck zentrisch gestreckt auf ein zweites Dreieck, auf ein größeres Dreieck, das ist das Vierstreckensatz oder im neuen Lehrplan heißt er auch Strahlensatz, beziehungsweise in anderen Bundesländern heißt er auch schon so. Aber hier kommt man mit dem am schnellsten voran. Ja? Also Vierstreckensatz, Strahlensatz. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, hier über zweimal Tangens zu rechnen. Ja, wenn ich das blaue Dreieck hernehme, so, oh, der ist ein bisschen dick, dieser Stift, nehme ich was anderes. Welche Farbe? Rot. Wenn ich jetzt hier die Strecke PS noch mit dazu nehme, die da, habe ich das Dreieck BPS. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Ich kenne die Strecke BP, das ist die Hälfte von AB. Ich kenne die Strecke PS, die haben wir gerade ausgerechnet. Dann habe ich ein rechtwinkliges Dreieck, zwei Seiten sind bekannt, oben ein Winkel, der da, das ist halt in der Zeichnung recht undeutlich zu sehen. Den kann ich berechnen über einen Tangens. Ja, Tangenswinkel ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Und dann im Prinzip nochmal Tangens ansetzen, nur halt mit dieser Höhe hier. Ja, funktioniert genauso. Hier habe ich den Winkel, dann umgekehrt. Tangens ist bekannt, wieder Gegenkathete durch Ankathete. Und dann kriege ich die Strecke FL raus, mal 2 nehmen, dann kriege ich die Strecke FE. So. So viel ganz kurz dazu erklärt. Jetzt habe ich eine zu viel rausgenommen. Naja, zeichne ich es einfach nochmal ein. So, die da brauche ich mit Blau und die da Orange. So, aber ich möchte jetzt den Vierstreckensatz ansetzen. Beim Vierstreckensatz fange ich persönlich immer mit der gesuchten Seite an. Das wäre die Seite EF, die grüne. Und dann suche ich immer raus, welches ist die entsprechende Seite aus dem großen Dreieck dazu. Ja, also FE, EF oder FE ist ja egal, die Strecke EF ist das, die passende Seite zur der Strecke AB. Per zentrische Streckung wird die auf AB abgebildet. Also schreibe ich das jetzt mal auf. EF wollen wir berechnen. Daraus folgt EF zur Strecke unten AB verhält sich. So, jetzt brauche ich natürlich noch eine zweite Gegenüberstellung. Die Dreiecksseiten BS und FS, die nutzen mir hier gar nichts, weil über die weiß ich nichts. Allerdings kenne ich die Höhen. Ja, ich habe andere Farbe. Ja, die da. Ich habe die Strecke PS, die habe ich gerade ausgerechnet. Ui, das war jetzt zu viel. Nochmal. Die habe ich gerade ausgerechnet. So. Und die Strecke RS, die kenne ich ja auch. Warum? Ich weiß hier, die Strecke PR sind 3 cm lang. Das ist dieses Teilstück hier. Damit bleibt natürlich für RS, also der obere Teil, einfach PS minus PR als Länge übrig. So, und dann können wir die Höhen zueinander setzen. Wichtig ist hier, ich habe im Vierstreckensatz mit der kurzen Seite begonnen, mit FE. Also kurze Seite zu lange Seite, FE zu BA. Also muss ich jetzt auch bei diesen Höhen mit der kurzen Seite beginnen. Das wäre die Strecke RS zur langen Seite, also zur Strecke PS. So, der Vierstreckensatz braucht immer recht lang zu erklären. Gerechnet ist er eigentlich gleich. Setze ich die bekannten Größen ein. EF ist ja gesucht. Die Strecke AB, kann man oben nachschauen, sind 6 cm. Ist gleich RS, habe ich ja gerade erklärt, kriegt man durch PS minus PR. Und unten haben wir die Strecke PS, sind 8,94, haben wir gerade ausgerechnet, steht ja noch drüber. So, PS minus PR können wir eigentlich auch gleich einsetzen, PS waren die 8,94 und PR waren 3 cm lang. So, jetzt noch einmal umformen. Man kann das Ding theoretisch auch gleich in den Solver eingeben. Oder wer keinen Solver zur Verfügung hat, die Gleichung mit 6 multiplizieren, dass die auf die andere Seite rüberkommt.
Dann habe ich im nächsten Schritt 8,94 minus 3 sind 5,94 mal 6 geteilt durch die 8,94. Ja, das kann man jetzt ganz normalen Taschenrechner eingeben und dann müssten gesuchten 3,99 cm für die Strecke EF rauskommen. Also genau das, was hier in der Angabe schon als Teillösung drin steht.